Warnung. Luftschleuse. Für Außeneinsätze werden Schutzanzug und Luftschlauch benötigt. Aber keine Sorge, ich werde dich damit ausrüsten, Herzchen. Igitt. Warnung! Gegenstände, die in den Müllschlucker gesteckt werden, werden ins All geschossen. Und wenn dir das nochmal mit einem Spielzeug passiert, wird dein Vater nicht rausgehen, um es wieder einzufangen, Shay. Da klettert man als Zweijähriger einmal wo rein und schon versiegeln sie es für immer. Teleporter, starten! Darf ich dich zum Nexus teleportieren? Nur keine Fehlfunktion. Alles klar? Super. Teleporter, starten. Hier geht's zur Fusionsorb-Kammer. Bist du ja. Achtung! Sie betreten einen Bereich mit hoher Omikron-Strahlung. Voller Strahlenschutz ist erforderlich, bevor Sie weitergehen. Ich glaube, diese Maschine wird mir nie einen Helm geben. Totaler Betrug. Das ist die Sternenkarte für Alpha Diaboli. Das ist Merricks Hummer. Hämmer? Genau. Und den muss ich auf den Konfusionskorb setzen. Fusionsorb. Moment. Machst du das absichtlich? Mein Kopf ist jetzt fast klein genug, um in diesen Helm zu passen. Teleporter, starten. Darf ich dich zum Nexus teleportieren? Es geht los! Auf Wiedersehen. Teleporter, starten. Zum Steuerbord kommen. Im Handumdrehender. Tschüss. Mein Kopf ist jetzt fast klein genug, um in diesen Helm zu passen. Thank you.
Teleporter, starten. Hier geht's zur... Ich kann dich leider erst durchlassen, wenn du in mir zurückreist, um deinen Kopf wiederherzustellen. Teleporter, starten. Hier geht's zur Fusionsorbkammer. Nur keine Fehlfunktion. Ich glaube, mehr würde mein Kopf nicht verkraften. Du musst sofort mit mir zurückreisen, Shay. Ja, gleich. Achtung! Sie betreten einen Bereich mit hoher Omikron-Strahlung. Voller Strahlenschutz ist erforderlich, bevor Sie weitergehen. Ich glaube, diese Maschine wird mir nie einen Helm geben. Totaler Betrug. Hey, mein Kopf passt jetzt perfekt in diesen Helm. Etwas eng, aber es sollte funktionieren. Ich weiß aber nicht, wie lange ich den Geruch saurer Milch ertragen kann. Dieser Fusionsort versorgt die Schiffsschilde mit Energie. Und das ist auch gut so, weil wir ständig von feindlichen Schiffen angegriffen werden. Das ist Merricks Hummer. Hammer? Genau. Und den muss ich auf den Kopf. Schön vorsichtig. Fertig. Fusionsorb gehemmt. Nicht ganz. Wir werden den Omikron-Hämmer erst aktivieren, wenn wir bereit sind, die Schilde zu senken. Und wann genau sind wir bereit? Sobald du die Kontrolle über die Greifarme erlangt und das Schiff nach Alpha Diaboli gebracht hast. Verstanden. Mann, wie winzig war ich denn, als mir dieser Strahlenschutzhelm gepasst hat? Hey, mein Kopf passt jetzt perfekt in diesen Helm. Teleporter, starten. Darf ich dich zu Nexus teleportieren? Im Handumdrehen da. Au, 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 au. Kopfnormalisierung beschleunigt. Gern geschehen. Ich hasse Quantenphysik. Oh nein. Die ganze Kopfschutzsache wurde wohl nur durch falsche Verkabelung ausgelöst. Noch eine Reise im Teleporter und dein Kopf wäre einfach abgeplatzt. Also nochmal. Gern geschehen.
wenn ich dem Raumweber eine Sternkarte gebe, wird er das Zielmuster in diesen Navigationsschal verweben. Wir müssen sofort los. Nach Alpha Diaboli. Negativ. Dieses System ist wegen möglicher Feindaktivitäten gesperrt. Aber es ist ein Notfall. Manchmal ist Gefahrlosigkeit das aufregendste Abenteuer von allem. Dürfte ich ein sichereres Ziel vorschlagen? Vielleicht der Welpenplanetoid, die gemütliche Sternengruppe oder vielleicht das Grinsesystem? Oh nein, ich muss aber sofort nach Alpha Diaboli. Es geht um Leben und Tod. Es tut mir leid, junger Meister, aber meine Programmierung verhindert es. Vergiss es. Wenn wir nicht nach Alpha Diaboli können, will ich nirgendwo hin. Bitte ärgere dich nicht, junger Mann. Wenn ich diese Anweisung umgehen könnte, würde ich es auf jeden Fall tun. Merrick. Wie können wir die Kontrolle über die Frachtgreifarme übernehmen? Wir müssen es manuell versuchen. Die manuelle Greifarmsteuerung ist hier. Du musst durch die Luftschleuse, um sie zu erreichen. Ich habe das Luftschleusentor gehackt, damit du es öffnen kannst, ohne dass die Obermutter es merkt. Ich habe den Fusionsorbhämmer installiert. Gut. Wenn wir jetzt auf diesen Knopf drücken, werden die Schilde gesenkt. Aber das machen wir erst, wenn wir die Kontrolle über die Greifarme haben und nach Alpha Diaboli geflogen sind. Der Raumweber will keinen Navigationsschall für Alpha Diaboli weben. Wie gut kannst du stricken? Ich sollte mich wieder um die Mission kümmern. Ja, die Zeit, in der wir handeln können, ist begrenzt. Die Kreaturen, die wir gerettet haben, sind da drin in Quarantäne. Ich würde sie gerne rauslassen, aber es ist zu ihrer eigenen Sicherheit, nehme ich an. Teleporter, starten! Darf ich dich zu Nexus teleportieren? Hui! Teleporter, starten. Zum Steuerbordkorridor, Sir. Oh, das ist der schönste Teil meines Tages.